Wir haben heute eine starke, eine farbenstarke Backstage-Talk-Runde zusammen von Dancing Stars, nämlich Dagmar Koller, Nicole Hansen und Dirk Heidemann. Hallo. Ich begrüße euch sehr herzlich. Danke, dass ihr noch vor der großen Show zu uns gekommen seid. Letzte Woche hat sich der Publikumsliebling verabschieden müssen, ja. Otto Retzer. Trotz eurer Bewertungen, wir hören mal kurz rein, wir schauen uns an, was Otto da noch bekommen hat für die Natürlich, letzten Jahre. Natürlich, du hast eine sehr starke Persönlichkeit, eine sehr starke Bühnenpräsenz. Und heute hast du wirklich getanzt. Yeah. Das war super. Tolle Rechtsdrehung, tolle Chassis, sehr schöne Basic-Elemente, Grundlagen. Der Coca-Cola-Teil, der Swing-Teil, der offene Teil, sehr schön musikalisch auch. Du hast heute wirklich die Party hierher zu uns gebracht. Also man hat es richtig gespürt, die Energie war da. Und wer hätte das gedacht? Du hast einfach ein bisschen länger gebraucht, aber du hast tatsächlich heute schon ziemlich viel getanzt. Also echt, also ich bin überrascht. Und heute mit diesem Paso Doble hast du es bewiesen, wenn man tanzen und unsere Kommentare, ja, unsere Kommentare ernst nimmt, dann schon eine Steigerung und einen Schritt vorwärts machen kann. Weil da in diesem Paso Doble haben wir Separation gesehen, wir haben Twistern gesehen, wir haben Flamenco-Elemente gesehen, so viel Tanzen wie in den letzten 5 Sendungen nicht. Ja? So. Otto, ich bin ein Fan von dir! Es ist doch schade, wenn man dann sieht, wie jemand wächst und aus sich herausgeht, dass der dann just rausfällt. Ja. Also tut einem weh eigentlich. Das Vor allem beim Otto habe ich gedacht, er bleibt ewig, bis, weil er ja als Mann auch ein bisschen anders wirkt als normal die Tänzer, die so schön sind. Er ist so für die männlichen Männer, die zuschauen, die müssen sich alle freuen, dass der andere mit der Glatzen so einen Erfolg hat. Ja, aber es ist auch eine Identifikationsfigur für viele Männer in Österreich, genau. Weil es sind ja nicht alle Männer Tänzer, oder? Nein, leider nicht. Also die wenigsten, würde ich sagen. Ja. Ne? Genau. Damit ist er leider Gottes rausgegangen. Wie habt ihr die Entwicklung, Dirk, wie hast du die Entwicklung vom Otto mitbekommen? Also ich finde, dass er in den ersten Sendung eigentlich kaum getanzt hat, aber in der letzten Sendung eben schon getanzt hat. Ja, und das war eigentlich eine gute Entwicklung, aber ich glaube, dass es ein bisschen spät kam. Das ist genau. Ja, er hätte einfach eine Sendung früher so sein müssen, dass wir mal eine 8 ziehen und da war es, glaube ich, dann doch zu spät, ja. Leider Gottes. Es war wirklich der falsche, falsche Zeitpunkt. Er hätte ein bisschen früher hätte er sich loslegen sollen und dann wäre es vielleicht noch ein bisschen länger. Er wurde ja immer liebevoll als die Pole-Dance-Stange von ja, habe ich nicht von gehört. Rosi, ehrlich, ja, von Rosi bezeichnet. Ach, was, die Pole-Dance-Stange? Ja, weil er immer sehr statisch und die Rosi ist um ihn herum gewirkt. Ja, ja, ja. Allerdings, wer es jetzt natürlich ins Semifinale geschafft hat, war die Niki. Wie schätzt ihr ihre Chancen ein, ins Finale zu kommen? Also jetzt rein vom Tänzerischen her, wir lassen uns natürlich heute überraschen, ne? Kann ja immer was passieren. Aber vom Tänzerischen her ist sie natürlich schon eher unten, von den Punkten her. Mhm. Aber man weiß eben nie, das Publikum, das ruft eben schon an. Und ich glaube, die Niki, die hat viele Fans. Und man weiß nie, aber vom Tänzerischen her wäre es jetzt eher die anderen drei, die weiterkommen sollen. Was mir wirklich bei ihr imponiert hat, dass sie so Hebungen gemacht hat. Denn sie ist ja sehr kräftig und der Partner ist ja eigentlich schmal und klein. Und die hat ja sich getraut, da ein Rad zu schlagen, einen Überschlag da unter den Beinen durch. Alarm. Aber die Frage ist, ob es schön aussieht. Weißt du, das ist das Problem. Ja? Ja, und der arme Willi stemmt sie hoch. Und das Rad letztes Mal fand ich gut. Das ist sehr, sehr schwer. Aber generell, diese Lifts sind nicht so angebracht bei ihr. Aber ich habe ihr letzte Woche ein bisschen den Kopf gewaschen nach der Sendung. Habe gesagt, pass mal auf, so und so machen wir das jetzt mal. Hast du das? Ja. Und ich hoffe, dass sie das mal beherzigt und heute ein bisschen mehr, wie wir ja immer bemängeln, ein bisschen mehr Weiblichkeit in ihre Bewegung reinbringt. Aber sie ist eine sehr kraftvolle Tänzerin und ich glaube aber, oder könnt ihr euch vorstellen, dass es gerade die Zuschauer anstachelt, wenn die Jury sehr schlecht urteilt. Absolut. Dass sich die dann denken, jetzt rufen wir erst recht an, weil trotzdem, was ganz diese bestimmt. Frau leistet und wie authentisch die trotzdem bleibt. Und trotz der Kritik, ich weiß schon, man steht da, weißt du, vor, ich weiß nicht, 800.000, 700.000 Leuten und dann kriegt man natürlich. Naja. Also hätte aber Otto mal ein bisschen schimpfen sollen letzte Woche. Ja, wenn man an letzter Stelle ist, ist es eben so. Dann rufen die Leute schon mehr an. Schon also sein, es kann ein es kann ein paar erinnert auch helfen. Bei mir in der ersten Staffel hat doch eine gewonnen, die wirklich gar nicht so großartig getanzt hat. Hast du nicht gewonnen? Ich dachte, du nicht hast gewonnen. War. Hast du nicht Wer gewonnen? War das schon wieder? Jurorin. Ach, du warst Jurorin. Also, aber sie hat schon getanzt. Also, da muss ich jetzt die Marika im Schutz nehmen, die Marika war schon präsent. Ja, ja. Die Marika war schon ein paar. Aber ich weiß, du warst ein großer Toni Polster-Fan. Ja.
Ich habe immer einen Liebling gehabt. Ja, in jeder Sendung war einer, der mich irgendwie, oder eine, auch heute diesmal gekommen. Habt ihr noch einen Liebling drinnen? Hat man als Jurymitglied einen Liebling? Darf man das? Nö. Ja, darf man das? Also ich bin neutral. Ja. Also ich bin echt neutral. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einen, wo ich sage, ach Mensch, das ist nur, also auch vom Menschlichen her, nicht? Man lernt sie ja kennen auf dem Gang, ne? Irgendwo zwischendurch mal. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt einen Liebling habe, wo ich sage, also da setze ich mich jetzt ein. Und als Wertungsrichter muss ich ja auch neutral. Darfst du gar nicht. Ja, ja, wir müssen natürlich schon neutral bleiben, aber logisch, wir sind Menschen. Und es gibt schon solche, wo man sich mehr damit verbunden fühlt und wo man mehr denkt, oh, bitte, bitte, tanz gut. Aber schlussendlich, ja. Trotzdem glaube ich, dass die Juroren diesmal extrem streng geworden sind. Früher waren die viel, viel netter. Entschuldigung, dass ich sage, ich liebe ja die Nicole. Aber jetzt sind sie sehr, es hat sich eben so toll entwickelt. Jetzt müssen die ehrlich wirklich tanzen können. Ja. Und das ist auch, es ist nicht irgendwie weiches, sondern es ist wirklich hartes Beurteilen. Was letztendlich fair ist natürlich, weil alle gleich hart oder weich beurteilt werden. Wie sehr bezieht ihr jetzt schon den Fortschritt ein in eure Bewertung? Also, dass sie, wie sich jemand entwickelt hat. Ist das jetzt ein großes Thema schon? Absolut. Also ich finde, so nach der dritten, vierten Sendung, da schaut man, also ich persönlich schaue da schon die Entwicklung von jedem Einzelnen mit sich selber. Und das war ja beim Otto sehr stark zu sehen, aber eben zu spät. Und wenn heute jetzt sich jemand vielleicht sehr stark entwickelt hat, mag es vielleicht auch zu spät sein oder so, nicht? Ich weiß es nicht. Also, oder auch, wenn es runtergeht. Ja. Also wenn die Anna hat ja sehr gut angefangen, dann ist sie ein bisschen flacher geworden. Und jetzt letzte Woche war, oder vor zwei Wochen schon, war noch mal viel besser geworden. Anna, aber die war von Anfang an wirklich stark. Also da, wir haben hier eine Zuspielung, die habt das auch letztes Mal gesagt. Anna Milva-Gomez ist wahrscheinlich die beste Tänzerin aller Staffeln. Aber also ich liebe ja den Ferdini. Ich komme gleich jetzt am Schluss kommen. Wir sind jetzt bei der Anna Wimber-Gomez und da haben wir natürlich eine wunderbare Zuspielung von ihr in der letzten Folge. Immer ungerecht, gell? Jury ist sprachlos. 10. Oh. Dirk. Absolut begeistert. 10 mit Kronjuwelen. Nicole. Top-Choreografie, ein exquisites Tanzen. Auch 10. Und Bollasch? Nie und nimmer. Glaube ich nicht. Perfekte Kombination von qualitativem Tanzen und Show. Zum ersten Mal. Also tanzt sie wirklich Weltmeister oder zumindest Niveau, also Wettkampfniveau? Also ja, ich würde sagen, ja. Und in dieser Staffel, also ist sie bei Weitem die Beste, das ist schon ganz klar. Also Weltmeister ist schon noch was anderes. Ja, dann. Ja, aber das ist schon, das hat schon eine Qualität, das hat eine Balance, das hat eine Koordination, das hat auch Geschmack in der Bewegung und Charakteristik und so. Weißt du? Muss ich schon sagen. Ja? Darf ich noch ganz kurz was sagen? Dagmar mochte meinen schwarzen Ring so. Was holst du dir da raus jetzt? Und jetzt hole ich dir mal, guck mal, ich habe denselben Ring dir in Blau mitgebracht, weil du doch so gern Blau trägst. Oh. Und ich hoffe, du magst ihn. Darf ich ihn dir anstecken? Ich bitte. Du kannst ihn auch gerne als Dekoration. Aber nicht, dann geht die Luft weg. Er ist wunderschön. Und auch hier gilt Dezenz. Nimm mal den Mittelfinger. So. Wo ist denn der Mittelfinger? Da ist der hässlichste. Guck mal, siehst du, ich hätte nie gedacht, dass ich meiner Dame einen Ring abstecke, aber ist ja mal was Neues. Gefällt er dir? Ja, der macht was her. Ne? Ja. Ja. Gott, wo halte ich ihn? Ich bin ja nicht so begabt mit der Kamera. Wunderschön. Ich muss ja meinen Fingernagel verstecken. Steht dir toll. Den habe ich beim Garten arbeiten. Anna Milva-Gomez. Würdet ihr wirklich sagen, es ist ein toller Ring? Ja, ne? Ich wollte nicht ablenken. Nein, aber wunderschön. Ist sie wirklich die beste Tänzerin aller Staffeln? Ja. Nicole? Dagmar, du verfolgst das, Dirk. Auch warst du in Deutschland die beste Tänzerin aller Staffeln? Das kann ich nicht sagen, weil ich nicht alle Staffeln gesehen habe. Jetzt nur in Österreich? In Österreich? Ja, in Österreich. Ist sie sich, also, wahrscheinlich schon. Kann schon sein. Kann schon sein, ist sie dabei? Ja. Könnte sein. Also, ich kann es nicht sagen, weil ich so wenig Staffeln geschaut habe. Das wollen wir natürlich jetzt so nicht stehen lassen, weil es nicht stimmt. Ich weiß, aber dass es immer wieder beobachtet ist. Ich muss sagen, ich finde die alle immer sehr, sehr gut und extrem diesmal, weil es alles Anfänger fast waren. Ja. Außer der Gomez, aber die ist ja auch, die entwickelt sich ja so enorm, dass es unheimlich wird schon. Das stimmt, weil man kann zum Beispiel Jazzdance oder Ballett oder was man vergleicht oder was man für den Musical-Tanz braucht, kann man für den Paartanz bis zu einem gewissen Grad noch brauchen. Ja, man hat natürlich ein Körperbewusstsein, das hilft. Aber es sind immer sehr, sehr viele Tänzer von anderen
Tanzarten sehr überrascht, dass eigentlich das Standard- und Lateintanzen doch was anderes ist. Ja. Es gibt immer viele Überraschungen. Das hat man immer wieder gesehen bei Marjane Schaak oder Nina Boll, die ja wirklich Musical-Frauen auch sind und das also großartig können. Auch du, Dagmar, jetzt kommen wir zu deinem wunderschönen Ring. Woher hast du den? Ja, jetzt habe ich gerade geschenkt bekommen. Ich bin ja ganz weg, weil ich da geschenkt bekommen habe. Ich muss ihn da herhalten, dass mir halt. Hier ist es viel besser, Dagmar. Wir kommen jetzt zu Martin Verdini, zu deinem Liebling. Ja. Ja? Unglaublich, was er geleistet hat bisher. Würdest du meinen, er kommt ins Finale? Ja. Weil? Ja, auf jeden Fall. Seine Partnerin ist eben ein Traum, denn da schaue ich ja mit Leidenschaft zu. Ja. Weil so wünscht sich ja jede Frau, einmal im Leben die Figur zu haben, wie sie sie hat. Und dann tanzt sie auch so lieb. Schau, ich kann. Und er hält da wirklich genau mit. Bitte, das ist ja unglaublich, was der alles kann. Ich habe ihn ja bei euch hier erlebt als Moderator und da war er schon so zauberhaft. Jesus, Mann. Hat er sich gesteigert? Ja. Ja, du sagst ja. Ja. Ich sage auch ja. Aber ist es noch mehr drin? Ist noch, noch mehr drinnen? Ja, oh Gott. Da ist noch mehr drin. Martin, das sind aber ordentlich. Immer noch etwas zu steif. Es ja, wird immer doch. Noch bewegt. Die sind sowohl in Standard als auch in Latein. Ist es einfach zu steif. Wieso im Standard eigentlich? Da gilt es doch, den Rahmen zu halten. Ja, aber trotzdem gibt es Bewegungen in den Seiten und es gibt Bewegungen über die Wirbelsäule. Standard ist nicht steif. Es reicht nicht, den Rahmen zu halten. Latein ist natürlich noch mehr Bewegung. Noch mehr Bewegung, ja. Steif ist gleich keine Musik. Ja. Und der Körper muss sich immer zur Musik bewegen und da muss er atmen. Und steif heißt für mich nicht atmen. Und genau. Ist er mehr der Standard-Tänzer oder mehr der Lateinamerikaner? Am Anfang dachte ich, das ist so der Allrounder-Tendenzer, aber die letzten zwei Lateintänze waren nicht so ganz, also die Samba waren nicht so super gut. Ich finde, da ist er so der Gentleman-Standard-Tänzer. Yes. Und das ist, muss ich auch sagen, hoch anzurechnen, weil wenn er Standard tanzt, wenn der Promi ein Mann ist, ist immer schwieriger, weil er muss führen. Wenn der Promi eine Frau ist, und der Tänzer, ein Mann, ist immer einfacher, weil der Mann führt in Standard besonders. Latein ist das nicht so, aber in Standard ist es dann doch, muss ich sagen, wenn man sagt, er ist ein guter Standardtänzer, hat er sich schon sehr gut verbessert. Heute kommt Tango von Martin. Ich bin sprachlos, seit ich diesen schönen Ring habe. Das freut mich aber sehr, dass du dich so freust drüber. Er kommt von Herzen. Ist selber gemacht. Nein, nein, ich habe den noch in Schwarz gehabt und du fandst ihn doch so schön bei der ersten Sendung, bei der zweiten Sendung. Ich störe mich nicht mehr, steck die Steinchen. So viel Zeit habe ich auch nicht. Also ich mache öfters Ringe selbst, weißt du, und die auch meine Hemden selber, aber die hat nicht so viel Zeit. Also ich danke euch, freue mich heute auf eine tolle Show. 20.15 Uhr auf 1 geht's los. Du bist heute auch drinnen, Dagmar, obwohl du müde bist, weil du aus Köln gekommen bist und einen anstrengenden Tag. Vielen Dank, dass du auch zu uns gekommen bist, Dagmar. Aber ihr belebt mich ja. Wenn ihr tanzt, ist es wunderschön. Und du bringst uns immer Farbe, Eleganz und Esprit in die Sendung. Dankeschön, dass du da warst. Danke dir. Vielen Dank. Wir sehen uns heute gleich nochmal um 20.15 Uhr. Bei Ihnen bedanke ich mich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Weiter geht's mit heute konkret und meiner Kollegin Martina Rupp. Und ja, wir werden schauen, wer das Finale erreicht. Wen wir nächsten Freitag dann zum großen Dancing Star 2017 gratulieren dürfen. Alles Schöne, Wiederschauen.